zeige euch jetzt mal, wie man den Power Breezer an- und auszieht. Also die Speed Vents werden draufgesetzt. Hier ist die an dem Twist Lock, könnt ihr an den Seiten die Größe verstellen. Die meisten Köpfe sind bei Loch 4 oder 3. Etwa so einen 35 Grad Winkel als Standard einstellen. Das Feintuning kann man dann später machen. Ihr öffnet das Twist Lock komplett, der Power Breezer erst in den Mund. Wenn ihr ihn abnehmen wollt, habt ihr gesehen, oben öffnen und von oben nach vorne wegklappen. So zieht man es an und aus. Ganz simpel.